Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Ling, ich bin römisch-katholischer Priester, sogenannter Sedisvakantist. Wir haben heute den 28. Juli 2013. In dem heutigen Video soll es um das Thema gehen, Ernährung, schlank werden und schlank bleiben. Also heutzutage sind in Deutschland zum Beispiel 2/3 aller Männer übergewichtig. Das heißt, sie haben einen Body Mass Index von 25 oder mehr. Wobei auch das noch schön gerechnet ist, also eigentlich sollte der Body Mass Index unter 24, wenn nicht gar unter 23 liegen. Also ich bin 189 cm groß und wiege 82 Kilo. Das geht wohl bei meinem Alter von 45 Jahren wohl noch in Ordnung. Vor allem aber ist der Body Mass Index auch nicht so die beste Lösung, um sein Gewicht richtig einschätzen zu können. Nämlich, gut, der Körper braucht Muskeln, der Körper braucht Knochen. Das muss gut ausgebildet sein. Und richtige Bodybuilder haben einen Body Mass Index, der deutlich über 25 liegt. Das ist einfach, weil die eben sehr viele Muskeln haben und die Knochen sehr gut ausgebildet sind. Ich halte das auch für übertrieben, aber der Körperfettanteil ist bei denen sehr, sehr gering, also im einstelligen Bereich. Manchmal sogar nur 5%, also schon fast lebensbedrohlich manchmal. Man sollte für die Bestimmung seines Körperfetts den Bauchumfang messen. Also morgens vor dem Frühstück das Zentimetermaß um den Bauch legen, auf Höhe der Bauchnabelhöhe. Und damit, mit diesem Wert, kann man seinen Gewicht, seinen Körperzustand viel besser einschätzen. Das erste ist natürlich der Bauchumfang für sich betrachtet. Und dass man sagt, so bei Männern sollte der unter 94 liegen, bei Frauen unter 88. Dann gibt es noch weitere Parameter, also zum Beispiel im Verhältnis zur Körpergröße, also Waist to Height oder also Bauchumfang zur Höhe, Waist to Height. Und dann gibt es noch den Körperfettanteilrechner der US Navy. Kann man auch im Internet suchen. Kann man so bestimmen, wie der Körperfettanteil ist, anhand des Bauchumfangs und der Körpergröße. Bei mir liegt er so bei 11-12%. So, schlank werden, schlank bleiben. Wie ernährt man sich richtig? Ich habe hier mal eine Tabelle gemacht für meine Ernährung. Und das ist das Interessante. Jeder muss praktisch für sich finden, womit kommt er gut zurecht, was benötigt er, was verträgt er nicht, was mag er nicht. Und ich habe also verschiedene Lebensmittel ausprobiert. Ich habe mich natürlich im Internet informiert, also wie die Werte sind. Ich habe mich in den Supermärkten informiert, habe auf die Verpackung geguckt, die Angaben zu den Nährwerten. So, ich veranschauliche das jetzt mal dem Frühstück und an dem Abendessen. Heute ist Sonntag, das ist ein spezieller Tag für mich, weil ich dann auch auswärts esse. Ich kriege da eine warme Mahlzeit. Normalerweise esse ich nur kalt. Außerdem esse ich sonntags Fisch und Fleisch. Sonst über die Woche esse ich eigentlich nur noch einmal zusätzlich Fisch. Und die 5 Tage oder eigentlich 6 Tage, weil ein Tag nur der Fisch zusätzlich ist, habe ich dann ein mehr oder weniger gleichbleibendes Ernährungsprogramm. Jedenfalls beim Frühstück, beim Abendessen ist es eigentlich immer sehr, sehr gleich oder sehr ähnlich. So, zum Frühstück habe ich erstmal Kokosflocken. Was braucht man zum Frühstück? Die Schale ist eine Art Müsli dann praktisch. Und für alle Lebensmittel die Küchenwaage. Das ist ein ganz wichtiges Instrument, um sich im Klaren zu werden, was man eigentlich an Mengen zu sich führt. Also vor allem, weil viele Lebensmittel sehr, sehr hohen Energiewert haben, sehr hohen Kalorienanteil. Und da zählt praktisch jedes Gramm.
Das sind jetzt 20 Gramm Kokosflocken. Warum Kokosflocken? Also die sind naturbelassen und extra grob geraspelt. Bei den Nährwerten fällt auf, also 650 Kilokalorien pro 100 Gramm. Also bei 20 Gramm sind das 130 Kalorien schon. Dann Eiweiß 6 Gramm, Kohlenhydrate 8 Gramm, davon Zucker 5 Gramm, aber das ist ja nur 20 Gramm sind, also ist das jetzt gerade mal 1 Gramm Zucker. So, Fett 60,6 Gramm und das hat man ja wahrscheinlich schon gehört, man soll die gesättigten Fette meiden und die ungesättigten Fette vor allem verstärkt zu sich nehmen, also meinetwegen 25% gesättigte, 50% einfach ungesättigte und 25% mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Naja, das kann man natürlich so halten, aber man sollte auch berücksichtigen, bei den, das ist alles viel, viel komplexer und komplizierter, als das normalerweise in den Illustrierten so drinsteht. Gerade bei Kokos, da sind zwar sehr, sehr viele gesättigte Fettsäuren drin, ja? Aber die gesättigten Fettsäuren vom Kokos sind mittelkettig gesättigt. Und das sind, die sind auch gut für den Körper. Außerdem enthält Kokos also viele Vitamine und Mineralstoffe, davon kann man sich auch gut ernähren. Kokos ist also eine ganz interessante Sache, aber eben auch alles nur in Maßen. So, dann Hirseflocken. Hirse ist eins der Getreidesorten mit sehr, sehr hohem Mineralstoffanteil, vielleicht sogar mit dem höchsten. Enthält also vorwiegend Kohlenhydrate, 42% Kohlenhydrate, davon weniger als 0,5% Zucker, dann noch 13,9% Eiweiß und 2% Fett, davon auch 20 Gramm. So, das nächste ist die Haferkleie. Haferkleie enthält auch sehr viele Ballaststoffe und zwar vor allem das Beta-Glucan, also auch sehr gut für die Kontrolle der Cholesterinwerte, auch sehr reich an Vitaminen und Mineralstoffen, sehr, sehr geringer Zuckeranteil und gut, Ballaststoffe sind Ballast, ne? Also ich ernähre mich sehr ballaststoffreich, manche sagen, man sollte so am Tag auf 30 Gramm kommen, ich komme da auf das Doppelte oder Dreifache pro Tag, aber naja, ich bin auch da auch schon ein bisschen dran gewöhnt, also man sollte dann vielleicht auch nicht gleich mit 40 Gramm Haferkleie pro Tag anfangen, aber wenn man mal sich daran gewöhnt hat, ist eine feine Sache. So, und dann für den Mix zum Schluss Hanfsamen. Also ich dachte, Hanfanbau wäre in Deutschland verboten. Das war bis vor einigen Jahren auch tatsächlich.
weil daraus eben Drogen hergestellt werden können. Es gibt also die Möglichkeit, kontrollierten Hanfanbau in Deutschland zu unternehmen. Das machen einige und Hanf ist tatsächlich auch eine sehr gute Nährstoffquelle. Das, was an Hanfsamen in Deutschland hergestellt und verkauft wird, ist dann dementsprechend auch unbedenklich. Und eines ist eine ganz tolle Sache. Hanf enthält einen sehr guten Anteil bei den oder ein sehr gutes Verhältnis bei den mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Also, wie gesagt, das ist alles sehr viel komplizierter, als man das so in den Illustrierten manchmal liest. Die Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren, die müssen dann auch noch in einem bestimmten Verhältnis sein, obwohl beide mehrfach ungesättigt sind, sind die Omega-3-Fettsäuren dann eben für den Körper leichter zu verwerten. Die Omega-6 sind auch essentiell, also die müssen auch zugeführt werden, aber eben das Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6 sollte auch richtig sein und das ist bei der meisten eben sehr, sehr schlecht. Also manchmal ist es 20 zu 1 und dabei sollte es irgendwie so, also 20 mal Omega-6, einmal Omega-3. Und hier ist es also, glaube ich, 1 zu 3, also ein Omega-3 und 3 Omega-6. Ein sehr gutes Verhältnis für die körperliche Zusammensetzung. So, davon 25 Gramm noch dazu. Hanf sollte übrigens im Kühlschrank oder wenigstens an einem kühlen Ort aufbewahrt werden. Nach der Öffnung der Packung ist es normalerweise noch 8 Wochen haltbar. Das heißt, wenn man sich so ein Kilo Hanf, geschälten, das sollte man wohl, möglichst kaufen, geschälten Hanfsamen kauft, also Hanfnüsse oder Hanfsamen, beide Bezeichnungen sind eigentlich Nüsse, dann kann man das also sehr gut in so einem Behälter aufbewahren. Wenn man 25 Gramm pro Tag isst, hat man also so in 40 Tagen gegessen. So, dann womit anrühren? Nun ja, ich nehme mittlerweile einen Proteinmix. Den habe ich mir selber zusammengestellt, vielleicht schon ein bisschen fortschrittlich, aber es gibt also mittlerweile auch in jedem Supermarkt und in Drogeriemärkten und so Proteinpulver. Ja, also auch das ist ziemlich komplex. Also in den meisten Fällen ist es Molkeprotein oder Englisch Whey. Whey oder Molke ist also sehr schnell für den Körper verfügbar und deswegen nehmen Bodybuilder vor allem Whey. Also direkt vor dem Training und direkt nach dem Training, damit die Muskeln sofort das Protein verwerten können und der Muskelaufbau dann eben möglichst effektiv erfolgt. Ich persönlich nehme mehr Casein, vor allem Micellaris-Casein. Casein ist ein langsames Protein, was also über den Tag verteilt langsam in den Körper abgegeben wird. Also während Molke, Whey, dann meinetwegen in einer halben Stunde da vom Körper aufgebraucht wird, ist Casein also über 8 Stunden verfügbar. Deswegen nehmen Bodybuilder häufig vor dem Schlafengehen Casein oder Micellaris-Casein. Das ist also eine Mischung vor allem aus Micellarum-Casein, aber es ist noch anderes drin, auch Molkeprotein, Hanfprotein, wie gesagt, ich bin Freund von Hanf in der Hinsicht, Sojaprotein, Hühnereiprotein. Und Lecithin, also ein Fett und Kohlenhydrate. Kohlenhydrate tue ich auch dazu, allerdings auch einen langsamen Zucker, Isomaltulose. Das ist in geringen Mengen auch in Honig drin zum Beispiel. Man kennt das vielleicht bei den zuckerfreien Bonbons, das immer steht Isomalt. Es ist eben nicht kariogen, also wenn man vom Zucker eben sehr leicht Zahnfäule bekommt, Karies. Ist das also bei Isomalt anscheinend nicht möglich. Und
Der glykämische Index oder Glyx ist also bei Isomalt sehr viel niedriger, während also Zucker den Blutzuckerspiegel sofort hochsteigen lässt und dann sofort wieder absinkt, sodass man zuerst einen Zuckerzustoß hat und danach wieder Hunger. Es verteilt sich also auch Isomaltulose über einen längeren Zeitraum, hat also einen sehr geringen glykämischen Index. Das ist übrigens auch gesüßt, und zwar mit Stevia. Bin auch ein Freund von Stevia, finde ich auch gut. Also das hat keine Kalorien, hat einen leichten Zuckergeschmack und wirkt sich auch gut auf den Blutzuckerspiegel und Blutdruck aus. Also wer meinetwegen unter zu hohem Blutdruck leidet, könnte auch Stevia in die Nahrung einfließen lassen. Manche oder praktisch alle Proteinpulver haben irgendwie eine Geschmacksrichtung oder es ist mehr Richtung als Geschmack. Ich nehme also neutralen Geschmack. Das schmeckt mir besser, vor allem mit Stevia angereichert, als dieses künstliche Schokolade oder Vanille oder Erdbeer, wie das heißt, was da sonst auch eingerührt werden mag. So, ich nehme dafür normales Leitungswasser. Das Leitungswasser in Dortmund ist ganz in Ordnung. Man kann natürlich auch Milch nehmen oder früher habe ich immer Sojadrink genommen oder Sojamilch, heißt, muss aber in Deutschland Sojadrink heißen, weil es eben keine Milch ist. Wie gesagt, mittlerweile nehme ich Wasser. Wasser ist in Ordnung, Wasser ist billig und davon nehme ich dann 20 Gramm. So, damit ist das Müsli praktisch fertig. Die Frage ist, kann man das essen? Natürlich kann man das essen. Das ist auch sehr lecker. Aber die Leute sind halt häufig süchtig nach Zucker. Zucker, was nur Energie liefert, keine Ballaststoffe, keine Vitamine, keine essentiellen Nährstoffe, keine essentiellen Aminosäuren, keine essentiellen Fettsäuren. Einfach nur Energie. Macht Spaß, macht nicht satt. Ja, hat so gesehen sehr, sehr viele Nachteile. Das lässt sich normalerweise immer so 5 Minuten stehen. Noch ein paar andere Anmerkungen zum Essen. Mittags, wie gesagt, heute ist Sonntag, da esse ich warm auswärts. Mittags nehme ich normalerweise Gemüsekonserven, zum Beispiel junge Erbsen mit Möhrchen. Oder hier auch diesen mexikanischen Gemüsemix, da ist also auch Getreide drin, eben Mais, aber eben auch Erbsen und Paprika. So eine Dose mit 400 Gramm oder 300 Gramm, da kann man ganz gut essen. Die Erbsen sind schon gekocht, also die braucht man also nicht weiter zubereiten. Kann man so essen. Dann einmal die Woche, also außerhalb, dann auswärts, esse ich auch Fisch. Ich esse sehr gerne Hering. Da muss man eben auch wieder auf den Zucker achten. Hier zum Beispiel ist es ein Heringsfilet in Gelee nur. Und da ist auch der Zuckeranteil angegeben. Und der liegt bei 0 Gramm. Also ist sehr wenig.
dann, also wenn man zum Beispiel Hering in Tomatensoße kaufen würde, dann hätte man einen Prozentanteil von 5 oder 6% Zucker, so bei 200 Gramm. Also hat man schon mit einer Dose Fisch dann 10 Gramm Zucker. Und wenn man unter 50 Gramm Zucker am Tag bleiben will, hat man schon wieder etwas Problem. So, dann, was ich auch sehr gerne esse, wenigstens jeden zweiten Tag, ist Sauerkraut. Kann man auch kalt aus der Dose essen. Das hier ist eine 300 Gramm Dose. Das müsste eigentlich jeder so einigermaßen schaffen. Sauerkraut enthält auch nur so 20 Kalorien pro 100 und hat aber einen sehr, sehr hohen Anteil an Vitamin C und Eisen. Eisenmangel ist ein ganz großes Problem, auch hier in Deutschland. Also ich bin Blutspender, ich war jetzt schon über 30 Mal Spender, aber dreimal hat er mich nach Hause geschickt, weil mein Eisenwert zu niedrig war. Deswegen habe ich geguckt, wie ich den Eisenwert also konsequent steigern kann und dann auch behalten kann. Also mittlerweile habe ich immer einen von 15 bis 16. Und normalerweise muss man für eine Blutspende bei 13,6 mindestens sein, bis eben 16,6 war. 16,6 erreicht man kaum. Ich hatte auch mal über 17, aber das war auch nur einmal. Enthält Eisen. Und weil der Vitamin C-Anteil so hoch ist, wird dieses Eisen, obwohl pflanzlich, vom Körper gut resorbiert, also gut aufgenommen. Normalerweise sagt man, dass zweiwertige Eisen in den tierischen Lebensmitteln ist leichter aufzunehmen als das dreiwertige in den pflanzlichen. Aber eben, wie gesagt, durch den hohen Vitamin C-Anteil geht das mit Sauerkraut auch sehr gut. Außerdem auch Hirse hat einen hohen Eisenanteil. So. Und zwischendurch, wenn einmal der Hunger plagt oder wenn man Energie braucht, aus irgendeinem Grunde, sehr gut Vollkornbrot. Das hier ist zum Beispiel abgepackt, also immer so auf zwei Scheiben, zusammen 50 Gramm. Dann hat man also 50 Gramm oder 100 Kilokalorien und da ist ein guter Anteil von Eiweiß und Kohlenhydraten, ein bisschen Fett auch dabei. Gut, also für zwischendurch. Abendessen, da nehme ich meistens solche kleinen Döschen und wieder die Küchenwaage und dann misch mir auch etwas zusammen und zwar Walnüsse, haben auch einen guten Anteil von Omega-3, Omega-6, viele Vitalstoffe, also Mineralstoffe, Vitamine, Leinsamen. Leinsamen wird auch generell empfohlen, nicht mehr als 20 Gramm zu sich zu nehmen. Ich nehme also 20 Gramm Walnüsse, 20 Gramm Leinsamen. Und dann noch mein ganz besonderer Tipp, leider nicht so verbreitet, nicht so bekannt, ist Kakaobruch. Und zwar ist es also möglichst nah an dem an der eigentlichen Kakaofrucht, an der eigentlichen Kakaobohne, die kann man zwar auch kaufen, aber kann man eigentlich kaum essen, habe ich erst mal versucht. Also geht zwar, aber nicht wirklich praktikabel. Wer sich ja mit Kakao beschäftigt, da sind also viele interessante Sachen zu finden. Meines Erachtens ist es eine sehr gesunde Angelegenheit. Und wenn man sich Schokolade kauft, ist der Anteil von Zucker weit, weit höher. Also als der von Kakao. Bei Vollmilchschokolade ist, glaube ich, über 50 Gramm, also über 50% Zucker in einer Tafel. Und das heißt, also, man mit einer Tafel Schokolade vergiftet man sich eher, als dass man seinem Körper was Gutes tut. Bei Bitterschokolade, also mindestens 85% Kakaoanteil, ist es natürlich schon wieder etwas besser. Aber wie gesagt, immer darauf gucken, wie hoch ist der Anteil der einzelnen Nährstoffe. Und Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße und Zucker immer im Blick halten, Gesamtmenge. Und bei Kakaobruch ist der Zuckeranteil bei etwa 1%. Dafür sind die Mineralstoffe, die Vitalstoffe darin noch am ehesten vorhanden. Und das ist eben wichtig, möglichst wenig behandelte, möglichst wenig verarbeitete Nahrungsmittel
Also bis zu einem gewissen Grad müssen sie wohl verarbeitet werden. Manche Sachen müssen auch gekocht werden, damit sie überhaupt genießbar sind. Kakaobruch, eine ganz tolle Sache. Wer sich erstmal informieren will, der soll mal nach dem Forscher Humboldt suchen. Alexander von Humboldt, Bruder von Wilhelm von Humboldt. Also Humboldt-Kakao liefert eine ganze Menge Ergebnisse in den Suchmaschinen. Und dann Humboldt hat den Satz geprägt, dass also kein Lebensmittel oder keine Frucht so gesund sein soll wie Kakao. Also jeden Tag 20 Gramm Kakaobruch, tolle Sache. Gut, allmählich ist mein Frühstück wohl auch fertig, dann kann ich jetzt frühstücken. Das sind so ein paar Gedanken, wie man sich ernähren kann. Es ist einfach möglich, es ist bezahlbar. Nach einer gewissen Zeit jedenfalls schmeckt es gut und man entwöhnt sich auch von dieser Zuckersucht und von dieser Versklavung an Lebensmittel. Man geht da also wirklich entspannt ran. Und wenn man dann eben meinetwegen etwas Schokolade isst oder Kuchen, das mache ich auch manchmal, dann kann man das genießen, dann kann man das also ganz guten Gewissens essen und sagen, okay, das war ganz lecker, aber das brauche ich nicht jeden Tag, das brauche ich nicht in großen Mengen. Und ich fühle mich gut, ich bin gesund und dazu möchte ich die Leute ermutigen.